Schön, dass es geklappt hat. Lass uns reden über Eishockey unter freiem Himmel, über Winterklassik. Ja. Du kennst das auf dem Eis. Welche persönlichen Erinnerungen verbindest du damit? Du, ich glaube, meine größte Erinnerung ist das erste, was ich gespielt habe in Buffalo. Einfach, weil es war ein großes Event. Die Buffalo-Fans sind verrückt und es war sehr kalt. Und ich kann mich erinnern, wir sind 4 Stunden vor dem Spiel in ein Stadion gefahren und die waren draußen. Haben Party gemacht und ohne T-Shirts und so. Und das Spiel selber gegen Pittsburgh war einfach ein gutes Spiel. Nachher ist der Schnee gefallen. Also alles rundherum, der ganze Tag war super. Ja. Es waren 71.000 Zuschauer. Das war damals der Rekord. Ne? Später gab es noch ein Spiel mit über 100.000. Genau. Trotz allem, fühlt sich das anders an auf dem Eis? Ich sag mal, ist es vielleicht noch mehr Intensität, noch hektischer, vielleicht noch mehr Nervosität dabei. Ist es anders als ein Spiel in der Halle vor, sagen wir mal, 20.000 Zuschauern? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube einfach, die Atmosphäre, alles ist viel größer. Und vor allem in einem Footballstadion, also die Fans sind ein bisschen weiter entfernt von dir. Also du hörst nicht alles unbedingt, aber wenn irgendwas passiert, ein Tor, ein großer Check, dann auf einmal hört man es richtig, vor allem wenn 70.000 Fans in dem Stadion sind. Also die Atmosphäre ist auf alle Fälle anders, aber ja, es ist ein super Erlebnis, die Outdoor-Spieler. Also ich bin froh, dass es das heuer wieder gibt. Nun ist Buffalo in deinem Fall jetzt eher eine Stadt, in der Eishockey einen sehr großen Stellenwert hat. Trotz allem spürt man das vor so einem Winterklasse-Game nochmal besonders. Da ist ja die Begeisterung, der Hype um Eishockey noch größer als normal während der Saison. Auf alle Fälle. Und wie gesagt, das ist heuer in Minnesota ganz gleich wie damals für mich in Buffalo. Ich glaube, da in Minnesota ist Eishockey ja sehr beliebt. Und die Leute haben schon seit dem Sommer über das Spiel geredet. Und jetzt sind wir 2 Wochen entfernt. Also ich glaube, es wird sehr viel gehypt über das. Und es wird ein super Spiel. Und hoffentlich schneit es ein bisschen. Kalt wird es auf alle Fälle sein da in Minnesota. Also das wird kein Problem sein. Und ja, es wird sicher alles super werden. Gibt es ein Winterklassik, woran du dich besonders gerne erinnerst, vielleicht auch als Zuschauer? Also gibt es ein bestimmtes Spiel, also oder im Fernsehen halt, was du gesehen hast, wo du sagst, das war irgendwie ein richtig geiles Winterklassik-Game? Ja, für mich, und ich habe das vorher schon angewendet, war das Buffalo-Spiel. Also ich hab mit Buffalo gegen Pittsburgh, ich glaube, das war einfacher, weil es war mein erstes und dann es hat ein bisschen geschneit, es war kalt, es war alles perfekt. Das Einzige, was nicht perfekt war, wir haben im Shootout, im Penalty-Schießen verloren, wo der Crosby ein Tor geschossen hat, aber auch die anderen, also mit den Islanders habe ich im Yankee Stadium gespielt, ich habe im Fußballstadion mit den Red Wings gespielt in Toronto, es war ein bisschen ein kleineres Setting und dann auch da in Minnesota in einem Footballstadion auf dem Campus von den Minnesota Golfers, also alle waren super, aber ich glaube, das eine in Buffalo einfach, weil es mein erstes war, ich glaube, das war das erste Winterklassik auch von der NHL, also das, was ich immer erinnere auf das. Jetzt findet das Spiel am Target Field statt. Da sind eigentlich die Baseballspieler zu Hause. Kennst du das Stadion? Warst du mal vielleicht da, um dir mal einen Baseballspieler anzugucken, als du in Minnesota warst? Ja, also meine 3 Burschen spielen alle Baseball. Also weil wir gehen zu den Twinspielern. Also ich kenne das Stadion sehr gut. Aber ich habe jetzt vor ein paar Minuten das erste Mal gesehen mit der Eisfläche drin. Und es schaut sehr gut aus. Also es ist nicht so wie das Yankee-Stadion, wo ich damals gespielt habe mit den Islanders. Das ist relativ, oder es ist auf alle Fälle größer wie das Target Field. Also von dem her, ich glaube, es wird die Atmosphäre ein bisschen besser werden. Minnesota spielt eine überragende Saison. Was traust du diese Saison zu? Den Stanley Cup vielleicht sogar? Ja, also man auf alle Fälle. Also sie haben sicher einer der 10 Mannschaften, die in meinen Augen sehr gut spielen zurzeit. Aber man muss, wie gesagt, am Ende des Jahres, du musst natürlich gut spielen, aber du musst auch gesund bleiben und der Torhüter muss sein bester Spieler sein. Und ich glaube, in den meisten Spielen haben der Talbot und der Kakkonen sehr gut gespielt. Nun bist du immer so das Aushängeschild gewesen des österreichischen Eishockeys, solange du gespielt hast. Jetzt gibt es nicht mehr so viele Österreicher in der NHL, also streng genommen jetzt gerade Michael Raffel und natürlich auf dem Wege dahin wieder Marco Rossi, der natürlich eine schwierige Zeit hatte, nachdem er gedraftet wurde. Wie siehst du die beiden aktuell? Über Michi spielt schon sein Spiel in der NHL für 10 Jahre lang sehr gut. Und er spielt auch, ich habe gerade gestern geschaut, mit Dallas wieder gut gespielt. Also
Der Michi macht seinen Job wunderbar und der hat noch sicher einige Jahre vor ihm in der NHL. Und der Marco, wie gesagt, ich verfolge ihn in der AL. Er spielt sehr brav und ich glaube, das ist gut, dass er dort spielt, viel Eiszeit bekommt, ein bisschen Erfahrung, was ein Profi eigentlich ist. Und bin mir sicher, dass er in den nächsten Monaten oder nächstes Jahr in einer Wild-Uniform ist und dann sehr gut spielen wird in der NHL. Du hast deine Karriere vor gut 2 Jahren beendet. Wie sieht dein Alltag jetzt aus, seitdem du kein Profi mehr bist und nicht mehr auf dem Eis stehst jeden Tag? Du, wie ich schon angewöhnt habe, ich habe 3 Burschen zu Hause, einen 14-Jährigen und Zwillinge, das sind 11. Ich bin ein Trainer von 3 und so mein Tag ist, Trainingspläne zu machen und am Abend beide Mannschaften besser zu machen. Und es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mal gelesen, du hattest mal gesagt, dass du deine Zukunft so ein bisschen siehst, eine NHL vielleicht als General Manager. Jetzt bist du auch ein bisschen so als Trainer tätig. Hältst du dir alles offen oder wie siehst du deine berufliche Zukunft vielleicht wieder auch in der NHL irgendwann? Ja, auf alle Fälle. Also, wie gesagt, mein großer Traum jetzt, wo die Eishockey-Karriere vorbei ist, ist weiterhin im Spiel zu bleiben, weil der Eishockey ist mein Leben. Und irgendwann einmal ein GM zu werden, das ist der nächste Traum natürlich. Also, wie gesagt, jetzt dann ist es für mich, meine Kinder zu trainieren, mit meinen Kindern zu sein. Aber natürlich, der nächste Schritt ist, mit einer NHL-Mannschaft wieder zu arbeiten, ob das jetzt ein Player-Development ist am Anfang oder ein Scout oder was auch immer, also das wird in den nächsten paar Jahren hoffentlich was zu passieren. Hatten einer deiner 3 Burschen das große Talent von dir vielleicht abbekommen oder wird auch als Baseballspieler, haben die auch Spaß dran? Wie gesagt, wenn es Eishockey-Saison ist, haben sie sehr viel Spaß mit dem. Wenn es Baseball ist, haben sie sehr Spaß mit dem. Aber wie gesagt, das ist noch zu jung zu sagen. Also mit 14 und vor allem mit 11, also sie spielen alle 3 brav, aber ob das jetzt das nächste Megatalent ist, ist in meinen Augen noch viel zu früh zu sagen. Das Wichtigste ist, dass sie gerne Sport spielen und das macht mir Spaß.